Dentalhygieniker. Was ist eine Dentalhygienikerin? Hinter dem Begriff Dentalhygienikerin verbirgt sich eine zahnärztliche Fachkraft, die einen Schwerpunkt auf dem Bereich der Parodontologie hat. Die Aufstiegsfortbildung im Fachbereich Prophylaxe ist für weibliche und männliche zahnmedizinische Fachangestellte zugänglich und dauert mehrere hundert Stunden. Dentalhygieniker arbeiten weitgehend selbstständig innerhalb der prophylaxeorientierten Zahnarztpraxis. Im Praxisalltag kümmern sich die zahnmedizinischen Fachkräfte in erster Linie um Erkrankungen des Zahnbettes und des Zahnhalteapparates, zum Beispiel um schwerwiegende Entzündungen des Zahnfleisches. Auch die Nachsorge von Patienten mit parodontalen Erkrankungen und die Aufklärung hinsichtlich korrekter Mundhygiene gehören zum Aufgabengebiet des Dentalhygienikers.